Ja, ich freue mich, Ingmar Björn Nolting vorstellen zu können. Er wurde 1995 geboren und 2014 bis 2019 hat er an der FH Dortmund studiert. Und da sind wir uns auch zuerst begegnet, irgendwie so, weil er auch bei Seminaren bei mir irgendwie dabei war. Und da konnte ich damals schon feststellen, dass er sich einfach sehr intensiv irgendwie mit seinen Themen beschäftigt. Das ist meistens auch sehr persönliche Themen, aber gleichzeitig auch durchaus mit irgendwie sich gesellschaftlich relevanten Themen beschäftigt. Aber dass es da eben für ihn auch wichtig war, so eine eigene fotografische Stilistik irgendwie so zu finden, dass es nicht nur darum geht, irgendwie so journalistischen Themen zu bebildern, sondern wirklich auch so eine sehr eigene Bildsprache irgendwie zu schaffen irgendwie da drin. Und ja, wichtig finde ich auch, dass er 2018 irgendwie sich in einem Kollektiv zusammengeschlossen hat, Docs, irgendwie von mehreren Studentinnen auch oder nur Studenten? Eine. irgendwie zusammengeschlossen hat. Ja, weil das ist ja, finde ich, auch sehr wichtig, weil Fotografen früher, was eigentlich doch sehr oft so ein Einzelkämpfer irgendwie Ding irgendwie so, dass es da doch immer mehr irgendwie dazu kommt, irgendwie, dass sich verschiedene Fotografen zusammenschließen und gemeinsam ihre Interessen verfolgen. Und das finde ich da eben sehr intensives Moment irgendwie in eurer Arbeit. Und ja, man begegnet sich ja immer irgendwie auch beim Festival in Aal zum Beispiel. Und da muss man sagen, dass die Dortmunder Studenten doch da einfach auch sehr aktiv sind, wirklich sehr nach außen gehen, sich darstellen, Formen suchen, irgendwie ihre Arbeiten irgendwie auch international zu präsentieren. Und das scheint ja auch sehr erfolgreich irgendwie zu sein, weil irgendwie die Liste irgendwie so der Stipendien und auch der Preise ist ziemlich groß, Vonovia Award irgendwie so dann, ja, also viele irgendwie Nominierungen, also die Liste ist lang und auch eben sehr internationale Zusammenarbeit mit Magazinen wie New York Times, irgendwie auch Spiegel, Le Monde, also sehr stark irgendwie einerseits im angewandten Bereich irgendwie durchaus sehr aktiv, aber immer eben auch, und was sehr wichtig ist, auch Formen zu finden, die Arbeiten auszustellen, eben in Bücher irgendwie auch zu packen, auch die Buchform natürlich sehr wichtig. Und das Hauptprojekt, was Ingmar heute irgendwie vorstellt, ist irgendwie das Buch, was gerade frisch rausgekommen ist, About the Days Ahead. Und das ist über Corona, wo er über mehrere tausend Kilometer irgendwie durch Deutschland gereist ist und da eben sehr intensiv irgendwie das Thema behandelt hat. Das ist gerade irgendwie dieses Jahr erschienen im Kettler Verlag. Und ja, also Ingmar wird dieses Projekt vorstellen, aber auch einen Einblick an frühere Arbeiten und auch, glaube ich, einen Ausblick irgendwie auf eine neue Arbeit geben. Und da freue ich mich drauf. Und ja, dann hast du jetzt das Wort. Ja, danke Wolfgang für die Vorstellung und danke, dass ich hier heute meinen Vortrag machen darf. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe gestern mit Ingo ein bisschen gescherzt, ob man das überhaupt erwähnen soll, wie ich arbeite. Also wir haben ja unterschiedliche Herangehensweisen und Umgangsformen mit Fotografie gesehen in den letzten Vorträgen, von der Collage über den Einsatz von KI, Montagen, Inszenierungen. Meine Arbeit ist dokumentarisch. Ich arbeite unter strengen journalistischen Standards. Ich erzähle echte Geschichten von echten Menschen in dieser echten Welt. Genauso sind diese Bilder zu sehen und einzuordnen. Ich habe 2013 Abitur gemacht und habe mich während meiner Jugend immer schon viel sozial engagiert und ehrenamtlich gearbeitet. Und so stand ich nach meinem Abitur irgendwie vor der Frage, ich hatte eine Zusage von der FH Dortmund für Fotografie und ich hatte eine Zusage für einen FSJ in Berlin. Und ich stand vor der Frage, was willst du eigentlich werden? Willst du Fotograf werden? Willst du Sozialarbeiter werden? Ich dachte, ich probiere beides mal und habe dann vor meinem Studium noch ein FSJ gemacht bei der Berliner Stadtmission und habe da hauptsächlich im Bereich der Obdachlosenarbeit gearbeitet. Das ist ziemlich wichtig für mein erstes großes Langzeitprojekt gewesen, was ich im vierten Semester angefangen habe, mit dem ich auch meinen Abschluss 2019 bei Dirk Gebhardt und Kai Jünemann gemacht habe. Das Projekt heißt Hinter Fassaden und es beschäftigt sich mit diesem Hochhauskomplex in Göttingen, der heißt Iduna-Zentrum. Es sind 18 Stockwerke, gebaut wurde das Anfang der 70er Jahre mit so einer Stahlbeton-Fertigungsweise. Die war ganz neu und man konnte halt sehr schnell, sehr groß diese Teile produzieren. Und so hat sich diese Architektur eigentlich überall in Deutschland ausgebreitet. Ich denke, diese Art von Gebäuden kennt man. Im Grunde genommen gibt es die in jeder Stadt
Und im Grunde genommen hat auch jedes dieser Häuser eine ähnliche Geschichte. Gebaut wurden die als Utopie des neuen Wohnens, des neuen Lebens. In diesem Hochhaus gab es zum Beispiel eine Sauna, ein Schwimmbecken mit Gegenstromanlage. Es war gedacht für Besserverdienende. Dort gab es auch ein angeschlossenes Einkaufszentrum. Nichts davon gibt es heute mehr dort. Stattdessen ist es ein sogenannter sozialer Brennpunkt geworden. Diese Entwicklung haben diese Gebäude eigentlich überall in Deutschland so oder so ähnlich durchgemacht. Ich habe Wochen, Monate, Jahre damit verbracht, dort Kontakte aufzubauen, Beziehungen aufzubauen zu den Menschen, die dort wohnen, und dieses Leben innerhalb dieses Wohnkomplexes zu dokumentieren, zu fotografieren und die Geschichte genau derer zu erzählen, die irgendwie gesellschaftlich nicht stattfinden. Also ich habe das dort auch sehr gemerkt, wie quasi es eine Welt drin gibt innerhalb dieses Gebäudes und eine Gesellschaft irgendwie draußen. Die trifft sich im Grunde genommen nie, die nimmt einander nicht wahr und die spricht auch nicht miteinander. Obwohl diese Themen, diese gesellschaftlich relevanten Themen, die sich in diesem Haus abspielen, sehr viel diskutiert werden. Wir sprechen über Altersarmut, über Suchterkrankungen, über steigende Mietpreise, wir sprechen über all diese Themen, aber wir sprechen selten mit diesen Leuten. Das ist zum Beispiel auch was, was mir aufgefallen ist während meines FSJs, dass wenn man sich einfach hinsetzt und den Menschen zuhört, dass die Perspektiven und individuellen Lebenswege sehr nachvollziehbar werden. Wenn man sich, also ich mich zumindest immer gefragt habe, wenn mir jetzt genau das passiert wäre, was dir passiert ist, wäre ich dann nicht genau an der gleichen Stelle oder hätte ich nicht genau die gleichen Entscheidungen getroffen? Mit dem Projekt habe ich meinen Abschluss gemacht 2019 und danach, um nicht in das Loch zu fallen, in das so viele Studierende fallen, wenn man die große Abschlussarbeit irgendwie gemacht hat, die wird dann vielleicht veröffentlicht, vielleicht auch nicht, ausgestellt, vielleicht auch nicht. Und dann kommt bei manchen erstmal lang gar nichts und ich hatte das vorher schon so geahnt und wollte mir unbedingt schon mal einen kleinen Ausweg bauen, also ein neues Projekt finden, was ich dann quasi direkt im Anschluss fotografieren wollte. Das Projekt habe ich recherchiert, da habe ich noch in diesem Hochhaus gewohnt. Ich hatte ein Stipendium bekommen, um 4 Monate in diesem Hochhaus einzuziehen und das war quasi auch der Endpunkt dieses Projekts. Das Projekt beschäftigt sich auch mit Isolation, nicht mit gesellschaftlicher Isolation, aber mit geografischer Isolation. Es ist ein Projekt über Somaliland. Somaliland liegt im Norden von Somalia und hat sich Anfang der 90er Jahre vom Rest von Somalia abgespalten. Und während der Rest von Somalia eigentlich heute immer noch mit Bürgerkrieg und mit Terror durch Al-Shabaab und Armut und Hunger zu kämpfen hat, hat der Norden es geschafft, ein demokratisches System zu etablieren und in Frieden zusammenzuleben. Ich hatte davon gehört, auch bei einer Begegnung im Zug, ganz zufällig mit irgendjemandem, den ich gar nicht kannte. Wir sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen und er meinte, ich fliege in den nächsten Tagen zu meinen Eltern nach Somalia. Da meinte ich nur so, okay, würde ich jetzt, also ist ja schon auch sehr riskant, dorthin zu reisen. Und er meinte, nee, ich fliege in den Norden nach Hargeisa, das ist die Hauptstadt von so einem de facto Staat, der international nicht anerkannt ist. Aber dort ist es friedlich und die haben sogar eine Demokratie. Und so bin ich darauf aufmerksam geworden und habe ich gedacht, das muss ich sehen und mir anschauen. Und habe einen fotografischen Essay fotografiert, der sich mit den Träumen der Bewohner und Bewohnerinnen dieses ja sehr jungen, nicht anerkannten Landes auseinandersetzt. Ich fand es wichtig, da eine visuelle Form zu finden, die mit den Gewohnheiten oder auch mit unserer Art und Weise, wie wir über diese Regionen gerade im Horn von Afrika nachdenken, wie die damit bricht.
Also ich wollte nicht die Armutsbilder zeigen, ich wollte nicht die dramatische Reportage fotografieren, sondern ganz ausgewählte, bühnenhafte Bilder, die in einer ganz ruhigen Art und Weise von dieser Gesellschaft erzählen. Das zum Beispiel ist Salma. Es ist trotz allem natürlich ein sehr muslimisch geprägtes Land und mit einer sehr starken patriarchalen Struktur und auch einer Stammesstruktur, die irgendwie parallel existiert. Die Demokratie hat sich dort bottom to top entwickelt, also ist aus der Gesellschaft heraus entstanden und wurde nicht irgendwie vom Westen dorthin exportiert. Und Salma war im Beauty-Salon in Hargeisa und hat ihr Hochzeitskleid anprobiert. Das ist einer der wenigen Orte in Somaliland, wo Frauen unverschleiert sein dürfen. Das ist der Unabhängigkeitstag, der 18. Mai, ich glaube, das war 2019. Dort feiern die Somaliländer die Unabhängigkeit, die es im Grunde genommen nicht anerkannt wird. Das ist Hindi, eine junge Studentin, die mal Journalistin werden will und sie träumt davon, dass Frauen sich für Frauenrechte einzusetzen und für eine bessere Pressefreiheit. Und Studierende der Agrarwissenschaften in Borama, die Landwirtschaft von einer sehr alten, traditionellen Landwirtschaft in eine eher industrielle Form der Landwirtschaft überführen wollen. In meinen Arbeiten geht es viel um Träume, um Dystopien, um die Realität, die zwischen Dystopie und Utopie irgendwie hängt. Und das hängt viel mit meiner Art und Weise, über Gesellschaft und über mich selbst nachzudenken, zusammen. Ich habe während meinem Studium eine Angststörung gehabt und ich hatte sehr viel Angst vor allem, vor der Welt, vor dem U-Bahn-Fahren, vor öffentlich Sprechen, vor allem. Und mein Weg war immer, irgendwie zu fotografieren und mich wieder irgendwie mit der Welt in Verbindung zu setzen und mir selbst zu zeigen, dass ich irgendwie wirksam bin, dass ich noch irgendwie was machen kann, auch wenn ich Angst dabei habe. Und ein Projekt, was ich jetzt heute als auch eine Art von Konfrontationstherapie mit meiner Angst, krank zu werden, beschreiben würde, ist mein Langzeitprojekt About the Days Ahead. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den 18. März 2020 erinnern könnt. Und wenn ja, dann sind es wahrscheinlich keine guten Erinnerungen. Ich war Anfang des Jahres noch in Somaliland, war im Februar mit einem VG Bildkunststipendium in Sibirien unterwegs und bin dann zurückgekommen und auf dem Rückflug standen in Moskau Beamte mit Taucherbrillen und Atemmasken. Ich hatte nicht viel, ich war da in einer ganz abgeschiedenen Region, wir hatten nicht super viel Internet und ich habe mich auch nicht so sehr um die Nachrichten gekümmert und dachte so, okay, die sind ja sehr bekloppt hier, das sieht komisch aus mit den Taucherbrillen. Hat es was mit diesem Virus zu tun, was da so diskutiert wird medial? Und ich habe das erst nicht so ernst genommen, ich dachte, das ist irgendwie eine Grippe und findet eh irgendwo anders statt und nicht in Deutschland. Das hat sich dann aber alles sehr rasant geändert, als ich wieder zurückgekommen bin und dann gab es die Ansprache von unserer damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, die gesagt hat, ja, das Leben wird jetzt so nicht mehr stattfinden können, wie wir das gewohnt waren. Eigentlich wird alles abgesagt und wir haben einen Lockdown bekommen am 18. März. Und das war, glaube ich, so das erste Mal, wo ich so die Dringlichkeit der Lage verstanden habe. Und ich glaube, es ging auch ganz vielen so, dass es irgendwie diese Ansprache gebraucht hat, um der Bevölkerung nochmal bewusst zu werden, wie ernst die Situation ist. Und mich hat es total frustriert, weil ich wollte eigentlich mich nur mit meinen Bildern beschäftigen, die ich gemacht hatte und wollte ein bisschen zur Ruhe kommen, an meiner Website arbeiten. Aber ich habe gemerkt, wie mich diese Unsicherheit so stresst, dass ich eigentlich gar nichts mehr machen kann, außer rumzusitzen und an die Wand zu gucken. Und dann habe ich gedacht, ich mache das, was ich immer mache. Ich bin fotografieren gegangen und habe innerhalb von eines Jahres diese Arbeit fotografiert. Dafür bin ich ungefähr 25.000 Kilometer durch Deutschland gefahren und habe versucht,
ein Porträt der Gesellschaft in Zeiten dieser globalen Krise zu machen. Meine Motivation war so ein bisschen Bilder zu machen, die vielleicht über den aktuellen Nachrichtenwert hinausgehen. Ich habe die auch nicht direkt irgendwie diese Einzelbilder veröffentlicht, obwohl das sehr, sehr lukrativ gewesen wäre zu der Zeit, sondern habe gesammelt und die erst veröffentlicht, als ich das Gefühl habe, dass ich so ein größeres Bild irgendwie geschafft habe zu fotografieren. Wir Fotojournalisten, Dokumentarfotografen, Dokumentarfotografinnen beschäftigen uns ja viel mit Krisen und Konflikt und wir suchen unsere Themen auch oft in fernen Regionen irgendwie, die nicht viel mit uns persönlich zu tun haben. Das hat mich schon immer gestört oder stört mich auch heute noch und ich hatte das Gefühl, dass in diesem Moment, als die Krise dann quasi vor meiner eigenen Haustür stattfand und die Krise mich persönlich, aber auch meine Familie und meine nächsten Freunde betroffen hat, dass es eigentlich die Möglichkeit geben muss, auch wenn man fotojournalistisch arbeitet, auch diese persönliche Geschichte mitzuerzählen. Und so habe ich zum Beispiel Bilder wie dieses gemacht. Das sind Mitglieder aus dem Posaunenchor von meinem Vater, die sich dort einmal in der Woche getroffen haben, weil kein Gottesdienst stattfand. Und so haben die überall im Ort gleichzeitig die gleichen Choräle gespielt, aber ohne sich physisch zu sehen. Oder meine Tante bei einer Zahnbehandlung, bei einer Zahnärztin, die es sehr ernst nahm mit dem Schutz und diese Helme extra bestellt hatte. Ich habe für die Arbeit auch immer wieder Orte aufgesucht, die mir bekannt waren oder die ich aus früherer Zeit oft besucht habe, um zu schauen, wie sie sich verändern. Ich war zum Beispiel viel in der Region von meiner, wo ich aufgewachsen bin, unterwegs, aber auch an der Ostsee, wo ich früher immer meine Ferien verbracht hatte. Ich hatte ganz vielen Leuten Bescheid gesagt, dass ich diese Arbeit mache und ich meinte, wenn ihr irgendwas hört, was irgendwie spannend ist für mein Projekt, erzählt mir das gerne. Ich gucke mal, ob ich da vorbeikomme, um das zu fotografieren. Ich habe ungefähr in ganz Deutschland Online-Zeitungen abonniert, und um immer up-to-date zu sein mit den lokalen Nachrichten. Ich glaube, diese Online-Abonnements zahle ich teilweise bis heute noch, weil ich nicht weiß, wie man die kündigt. Und weil es einfach auch zu viele waren. Und so bin ich auf diese Veranstaltung, auf diese Events gekommen, wie zum Beispiel das Ostersonntag Livestream aus dem Konzerthaus Berlin mit dem Organisten Cameron Carpenter. Ganz generell in meiner Arbeit versuche ich eigentlich Bühnen zu bauen in dieser Welt, also fotografisch zu bauen, zu sehen, die distanziert sind und die auch verschiedene Deutungsweisen zulassen. Ich merke das auch bei dem Projekt, wie sich auch die Einordnung oder Einschätzung dieses Projekts natürlich auch im Laufe der Zeit verändert. Wie zum Beispiel dieses Bild des Ostseestrands in Zingst, von dem ich vorher gesprochen habe, wo ich früher immer Urlaub gemacht habe. Das war ein Riesenskandal, dass die Leute dort im Sommer 2020 gebadet haben. Und als man damals das Bild angeguckt hat man diese Winddinger irgendwie als Abstandhalter und so interpretiert. Heute denkt man sich, ist ja gar nicht so voll dort. Das ist mein Mitbewohner, der sein erstes Konzert nach dem Lockdown wieder spielen durfte. Es war nicht allzu viel los, aber für ihn ganz wichtig, wieder mit seiner Musik nach draußen gehen zu dürfen. Es ist ja auch immer die Frage, wann endet dass zum Beispiel der zweite Hochhauskomplex in Göttingen, den es auch gab, erst gab es einen Corona-Ausbruch in dem Hochhaus, wo ich mein erstes Langzeitprojekt fotografiert habe. Das wurde dann komplett abgeschottet und dann ist es, weil in diesen zwei Hochhäusern die Leute immer hin und her sind, ist es vom einen Hochhaus in das nächste Hochhaus gesprungen. Und es wurde dann von jetzt auf gleich abgesperrt. Die Leute wussten nicht, dass es diese Quarantäne gibt. Sie konnten nicht mehr raus und es kam auch zu Ausschreitungen in diesem Gebäude.
Wann endet so ein Langzeitprojekt, fragt man sich da. Und für mich war dann irgendwie klar, dass ich sehr, sehr viele gesellschaftliche Aspekte fotografiert hatte, das erzählt hatte, was ich erzählen wollte. Und so war mein letztes Bild, ist das letzte Bild, was ich fotografiert habe, auch das letzte Bild im Buch, eine Szene bei der Gedenkveranstaltung für die Verstorbenen der Corona-Pandemie im Konzerthaus in Berlin. Das ist im Grunde genommen genau die gleiche Einstellung, wie ich den Organisten dort fotografiert hatte mehrere Monate vorher, und war für mich irgendwie so das Zeichen, dass dieses Projekt mit diesem Bild dann beendet ist. Das ist als Buch erschienen im Kettler Verlag. Wolfgang hat es ja vorher schon erklärt. So sieht es aus. Das Buch hat ein Essay am Anfang, den ich über diese Zeit geschrieben habe, und hat eine Form gefunden, die auch ein bisschen auf Wolfgangs Gedanken fußt, dass irgendwie die Bilder müssen alle gleich groß sein, mehr oder weniger formatfüllend sein. Das muss wie in einem Film quasi durchlaufen. Man muss es jetzt, Wolfgang beschwert sich, nein, es darf keine Wertung zwischen den Bildern geben, es muss wie in einem Film quasi nacheinander durchlaufen. Ihr könnt euch das Projekt oder das Buch, das ist viel größer als die paar Bilder, die ich jetzt gezeigt habe, das lege ich hier nochmal aus, und draußen, das könnt ihr vielleicht in der Kaffeepause, wenn ihr Lust habt, anschauen. Ich möchte das Projekt da oder das Projekt damit beenden mit einem Satz, den ich auch geschrieben habe in dem Buch, der ich finde, dass das ganz gut zusammenfassend ist. Die Pandemie und die Arbeit an diesem Projekt haben mich verändert. Sie haben mir gezeigt, wie verletzlich wir sind, gesellschaftlich und persönlich. Doch was wird bleiben? Was wird bleiben von diesen Geschichten, von dieser kollektiven Erfahrung? Und woran werden wir uns erinnern? Ja, Ingmar, vielen Dank für den Vortrag. Was ich ja sehr ungewöhnlich dabei fand, auch, dass du als journalistisch-dokumentarischer Fotograf auch sehr stark irgendwie eine eigene Emotionalität irgendwie, also dass du sehr darüber auch gesprochen hast, wie du die Dinge wahrnimmst, über deine eigene Gefühlslage, was ich irgendwie sehr gut und sehr angenehm fand, weil die Journalisten ja meistens eher über die Themen sprechen. Ja? Also die sprechen nicht über sich, wie sie die Welt irgendwie wahrnehmen. Also sie reden nicht eigentlich das, was bei Bildern passiert. Bilder ist der Dialog irgendwie so das Fotografen mit der Außenwelt. Und da ist wirklich oft so, dass die journalistischen Fotografen eigentlich nicht über dieses Verhältnis reden, sondern tatsächlich nur über die äußere Welt. Gleichzeitig, oder? Wie siehst du das? Ich finde es ganz wichtig, wenn man sich so Autorenfotografie macht, wie ich das mache, dass man den Autor nicht irgendwie vom Werk trennen kann oder von diesen Themen. Ich beschäftige mich mit den Themen logischerweise aus meiner persönlichen Perspektive. Meine Meinung oder mein Bild der Welt setzt sich zusammen aus diesen Erlebnissen und diesen Erfahrungen, die ich mache, und das kann man natürlich nicht ausklammern, das ist natürlich nicht objektiv, das ist mein Kommentar, meine Beschreibung der Welt, andere Leute sehen die Welt anders. Ja, und das finde ich eben sehr wichtig, genau irgendwie das auch zu formulieren, und ich finde, dass man es auch in den Bildern sieht, aber gibt es irgendwie Meinungen dazu, Ideen, Fragen? Also. Das ist ganz wichtig, was du gesagt hast, und letztendlich würde ich sagen, dass Ingmar zu einer Generation, zu einer jungen Generation auch im Bereich Bildjournalismus gehören, die gerade eben halt einfach auch dort eben halt neue Wege und auch ganz, ganz klar und deutlich sagen, mit ihrer eigenen Haltung in diese Bildwelt reingehen. Also Julian Röder, Stefanie Steinkopf, Robin Hinsch sind alle auch, nein, ich glaube, Julian Röder ist kein Mitglied, aber das ist, glaube ich, auch so diese Gruppe, wenn man überhaupt etwas so von so einer neuen Generation irgendwie sagen kann, dann ist es die, und es ist natürlich ganz toll, eben halt einfach auch zu beobachten, weil man ja sonst immer darüber, wie stagniert es, wie entwickelt sich einfach eine bestimmte Szene. Das Dokumentarische hat natürlich auch immer noch in der Kunst
einen wahnsinnig schweren Stand. Ja, es wird immer noch eine Trennung hergestellt. Ich hoffe, dass jetzt auch die Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker, die das auch noch immer noch provozieren, dann langsam, sag ich mal ganz provokativ, aussterben. Ja, aber es ist eben halt so, diese Diskussion führe ich permanent. Aber ja, es ist in gewisser Weise interessant. Das Buch erscheint jetzt über deine Corona-Arbeit. Du hast ja mit dem letzten Satz gesagt, ja, woran werden wir uns erinnern? Und plötzlich auf einmal kommen all diese Dinge wieder so hoch. Es ist auch nochmal interessant, vielleicht daran zu erinnern, diese Krise hat eben halt in vielen fotografischen Produktionen bestimmend eben halt einfach oder die Bilderwelt mitbestimmt. Und ich bin ja in Jurys, wo wir auch sehr viele Arbeiten über Corona zur Sichtung bekommen haben, und das vielleicht jetzt einfach auch nochmal als sehr positiven Kommentar. Ich kann also, ohne dabei jetzt rot zu werden, sagen, es ist wirklich auf dem deutschen Markt die beste Arbeit, die sich eben halt mit dem Thema beschäftigt hat. Und das provoziert natürlich, die Frage, warum ist das so? Und du hast ja teilweise, hast du ja schon im Prinzip irgendwie so Dinge festgemacht. Das bestimmt ja an sich eigentlich deine Arbeit. Du hast irgendwie von dieser Bühne gesprochen, die du machst. Was heißt das für mich als Betrachter? Dass es schon etwas um eine konkrete Situation geht, aber auf der anderen Seite eine Projektionsebene irgendwie offen lässt, wo ich plötzlich auf einmal in gewisser Weise davon ausgehend, dass es sich eigentlich um eine reale Situation handelt, die natürlich schon auch inszeniert ist. Jetzt müsste ich eine Frage irgendwie anschließen. Erstaunlicherweise bin ich im Prinzip bei Crutzen nur fasziniert von Nebel und Wasserwerfern und dieser Szene. Und dann gehe ich irgendwie weg. Und jetzt einfach mal eine Frage: Wie stehst du denn an sich, wenn man das jetzt miteinander vergleicht? Weil es gibt so manche so Momente, wir sehen jetzt das gerade hier auch, ne, ein bisschen, wenn jetzt noch ein Mensch irgendwo dort irgendwie drinne stehen würde, ne? Und es noch ein bisschen Wasser dazu käme, hätten wir auch einen Crutzen. Aber wie siehst du denn eben halt einfach so in diesem Spannungsverhältnis deine Position? Wirklichkeit inszeniert, Bühne. Ich arbeite natürlich mit gewissen Stilmitteln. Ich suche nach gewissen Lichtstimmungen, ich suche nach gewissen Farben. Das sind einfach, man läuft ja durch die Welt und sieht Bilder und sieht keine Bilder. Also ich laufe ganz oft durch die Welt und denke mir, das ist kein Bild. So, aber manchmal gibt es diese Momente, in denen sich so Sachen vor mir formieren, wie auf so einer Bühne, die halt eben dieses Bühnenmoment haben, die mich dann halt einfach total ansprechen. Das sind dann immer meistens die Bilder, die ich dann nachher auswähle. Ohne diese zu inszenieren oder ohne da Licht zu setzen oder den Nebel aufsteigen zu lassen. Für mich geht's auch, mein Rechercheprozess ist relativ intensiv. Also jetzt gerade auch bei dem Corona-Projekt, aber auch bei dem Klimaprojekt. Ich recherchiere ganz viele dieser Geschichten und dieser Orte und diese Events, wo ich glaube, dass ich diese Bühnen bilden können, die über das Event hinaus erzählen können, also die mit einer Stimmung oder mit Details Querverweise machen, die ich eigentlich erzählen will. Also ich nehme das immer, jetzt geht es ganz schnell durch die Bilder, ich nehme immer ganz gern das erste Bild aus der Corona-Arbeit, um das so ein bisschen zu erklären, worum es mir geht. Natürlich ist es diese ganz konkrete Situation an der deutsch-schweizerischen Grenze, die von heute auf morgen durch Zäune geschlossen war. Es wurden sogar zwei Zäune aufgestellt im Abstand von ein paar Metern, weil die Leute sich dort getroffen haben. Da dachte ich, das ist interessant,
das erzählt ja eigentlich, wie wir, wie es diese Ländergrenzen in unseren Köpfen gar nicht mehr gibt. Da wird gewirtschaftet, da gibt es Beziehungen, da gibt es Familien. Die Leute gehen hier auf die Schule, wohnen aber da. Und jetzt geht es irgendwie nicht mehr. Und dann ist da diese Wand, dieser Zaun wie so ein Symbol. Und dann bin ich dort mit diesen Gedanken rumgelaufen und habe diesen Zaun gefunden, wo es halt auf einem Privatgelände steht, wo es nur einen Zaun gibt, keine zwei. Das heißt, man konnte physischen Kontakt haben. Und dort habe ich dann diese jungen Paare getroffen und das hat mir so viel auch über mich selbst erzählt, auch diese Motorradhelme, die da vorne im Gras liegen, also dieses, mir geht es auch viel um diese Details, wo ich dann merke, so, okay, das erzählt mir ganz viel über mich selber und welches Gefühl ich als Jugendlicher hatte, endlich frei zu sein, ein Motorrad zu haben, die erste Freundin zu haben. Und all das ist nicht mehr möglich, weil jemand einen Zaun aufstellt. Und so sehe ich die Bilder und die Bühnen und die Realität. Ich suche ganz spezifisch nach diesen Orten, wo sich sowas kondensiert. Es ist ja so, dass in den Bildern tatsächlich irgendwie die Räume, deine Protagonistinnen und die Objekte, dass die tatsächlich oft fast wie so eine Theaterszenerie, das ist hyperreal irgendwie so, aber gleichzeitig haben sie irgendwie dieses Bühnenhafte. Also von daher ist es ja wirklich auch eine sehr subjektive irgendwie Formulierung, die so von dem rein Faktischen irgendwie auch losgeht. Also von daher sind es eigentlich Inszenierungen durch den Blick. Ich meine, das ist nicht nur Inszenierung, wenn du die Wasserwerfer oder die Nebel Dinge wie bei Grutzen irgendwie aufführst. Auch das ist, finde ich, eine viel stärkere Inszenierung, weil sie einfach tatsächlich in der realen Situation eben das Verhältnis irgendwie der Personen zu den Räumen, aber auch zu den Dingen irgendwie formuliert irgendwie auch. Und dann ist aber wirklich die Frage eben als Journalist, das ist ja so ein Langzeitprojekt, wenn du 25.000 Kilometer irgendwie durch Deutschland fährst, um das zu machen und lange Zeit daran arbeitest, die Veröffentlichung, die man damit machen kann, das wird ja nicht unbedingt irgendwie die Kosten daran denken. Deswegen ist ja das Selbstverständnis, wie arbeitet man eben als Fotograf, der journalistisch ist, der aber klar tatsächlich so ein detailliertes Interesse hat, in Langzeitprojekten so intensiv daran zu arbeiten. Das kann man ja eigentlich auch nur durch Stipendien, durch Förderungen irgendwie so. Und das wird ja wahrscheinlich auch dann die Aufgabe sein, immer mehr in der Richtung zu arbeiten, dass man solche Projekte so finanziert. Über diese reine Magazinpublikation ist das doch nicht möglich, oder? Ja, nee. Also überhaupt nicht. Auch wenn so ein Projekt dann öfter veröffentlicht wird, auch international veröffentlicht wird, das spielt eigentlich jetzt für die Finanzierung nicht die große Rolle. Also ich würde gerne noch einen Kommentar geben, noch ein großes Lob, was mir aufgefallen ist. Ich versuche das auch nochmal anders in Worte zu packen, wie jetzt die Vorredner. Das Tolle an deinen Bildern ist, dass die einzelnen Bilder ja wirklich was Zeitloses haben. Ja, die sind irgendwie Archetypen oder haben auch einen psychologischen Inhalt, so wie dieses Bild auf unterschiedlichste Art und Weise interpretiert werden kann. Es ist in diesem Kontext fotografiert, es ist Teil dieser größeren Narration, aber als Einzelbild ist es für mich zeitlos und es wird in 5 Jahren und in 10 Jahren die gleiche Wirkung haben. Und das finde ich diese sehr spannende Kombination, die du ja auch vertrittst. Du hast einzelne starke zeitlose Bilder als Teil einer dokumentarischen Serie, die wiederum auf etwas Zeitspezifisches ausgerichtet ist. Und das finde ich erstmal einzigartig und stark. Danke. Ja. Erstmal herzlichen Dank für diese spannenden Dokumentationen, die sind sehr wichtig. Und dass es noch von einer jüngeren Generation auch geschieht, vielleicht noch wichtiger. Und meine Frage wäre, naja, also zum Thema Inszenierung, das ist natürlich immer schwierig. Wo ist der Gradmesser? Wo fängt deine Inszenierung an? Wo nicht? Das ist erstmal so dahingestellt. Vielleicht schon mal, der Ausschnitt ist ja schon mal irgendwie eine Inszenierung. Also es ist schwierig darüber zu diskutieren, was ist, wo fängt es an und was ist inszeniert. Wichtig ist auf alle Fälle diese Statements, dieses tagebuchartige Recherche und als Brainstorming, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, wenn zu diesen Bildern
auch irgendwie Gedankensplitter von dir noch mit einfließen könnte. Das ist nur so als Brainstorming gedacht, weil das sind ja sehr persönliche Bilder und ich könnte mir sehr gut durchaus vorstellen, dass auch Gedanken, die damals aufkamen, dann hätte man auch noch einen Zeitbezug, von dir noch mit einfließen kann. Muss da nicht ein langes Epos sein, können nur, was weiß ich, heute dahin gefahren, so und so und so und das und das passiert, ne? Also als ja, Anregung. Die Bilder sind ja jetzt, werden ja jetzt hier so gezeigt, die haben im Buch hinten, ganz hinten, auch eine Legende, die aber sehr, sehr faktisch gehalten ist, die einen Datum hat, einen Ort hat und die Situation kurz einordnet. Das trenne ich ganz bewusst von den Bildern an sich, dass man quasi nicht sofort eingezwängt wird, in eine gewisse Art und Richtung zu denken. Aber ich habe, es gibt ja auch noch im Buch zum Beispiel diesen Essay, den ich geschrieben habe, der sehr persönlich ist. Aber das reicht mir dann, glaube ich auch, weil ich das schon so offen halten will auch und jetzt nicht unbedingt mit mir und meiner Reise verknüpft haben will, sondern eigentlich schon auch eher die Bilder und die Kombination der Bilder irgendwie so das erzählen lassen. Mikro. Mir fiel sehr die Farbigkeit auf und du hast es ja auch mal erwähnt. Und die Farbigkeit, das ist auch das, woran ich mich ganz besonders erinnere bei den Bildern, außer jetzt Komposition. Aber ich denke, das spielt gerade für die Erinnerung eine sehr große Rolle, weil das so ein bisschen diesen schwebenden Charakter bekommt. Und wenn wir so an unsere Erinnerungsbilder denken, von einem Ereignis aus der Kindheit oder so, dann haben die ja auch oft von der Farbigkeit her eher was Zurückgenommenes, also nichts, was einem so anspringt. Das war das, was mir sehr auffiel. Und ja, du hast einmal kurz erwähnt, Farbe, kannst du noch was dazu sagen? Oder ja, einfach so, fiel mir ins Auge sozusagen. Die Farbe ist Teil meiner Bildsprache und der Ästhetik und für mich ein Art und Weise, auch so diese Gefühlsebene noch mit reinzubringen, die ich habe. Also zum Beispiel in dem Projekt in Somaliland ging es ja viel um die Träume der Menschen. Es geht viel um Traum und Erinnerung. Und für mich hebt es das so ein bisschen in so eine zeitlosere Richtung tatsächlich. Und jetzt im Fall des Corona-Projekts bringt so eine gewisse, diese Zurückgenommenheit der Kontraste und der Farben bringt so eine gewisse Sterilität, die irgendwie diese Zeit ganz gut beschreibt, finde ich. Ja, deswegen habe ich das gemacht. Ich glaube natürlich auch, dass die Bilder ja eine sehr große Detailfülle haben und wenn die tatsächlich dann gleichzeitig in dieser Detailfülle und der Farbigkeit dann noch eine intensive Farbigkeit drin, dass dann das Bild auch zerfallen könnte. Also ich glaube irgendwie so diese blasse Farbigkeit ist auch etwas, was das Bild zusammenhält oder so und gleichzeitig natürlich auch eine bestimmte Stimmung vermittelt. Also es ist schon etwas, was man natürlich sehen kann, dass das irgendwie in eurer Dortmunder Schule dann natürlich irgendwie ein Stilmittel ist, was sich wirklich sehr stark durchzieht und was wirklich ein sehr prägnantes Stilelement ist irgendwie auch. Ich habe gerade in meiner Datenbank nachgeschaut, ich habe das Buch im Mai gekauft und ich habe es gekauft genau wegen dieser Farbigkeit. Die Farbigkeit, diese Reduktion, dieses Nebelhafte ist für mich so eine Art Symbol dieser gesellschaftlichen Krankheit. Und dieser kleine Blaustich, den es drin hat, das war genau das Überzeugende für den Kauf. Cool. Wie viele haben sich denn verkauft, wenn ich so fragen darf? Wir haben 700 gemacht, 400 hat der Verlag, ich habe 300 und habe jetzt noch einen Karton mit 10 Büchern für spezielle Anlässe, der ist im Auto, falls jemand Interesse hat. Gut, zum Glück habe ich es schon. Ja, ist doch gut. Ja, Wolfram. Ich fand deine Präsentation sehr angenehm, zurückhaltend. Ich fand deine Bilder
überhaupt nicht voyeuristisch, was ja bei Kollegen wahrscheinlich schneller passiert. Und ich finde es einfach eine sehr starke Bildsprache. Also ein Bild, mächtige Bilder. Danke. Danke. Deswegen finde ich aber auch im Buch, du hast ja vorher darüber gesprochen gehabt, dass die immer gleich groß sind, irgendwie so, tatsächlich aber auch, um das nochmal zu betonen, also ich finde es deswegen, weil die eben so stilistisch so durchgängig sind, irgendwie so, und sehr stark, also gerade im Verhältnis irgendwie so, der Situationen, der Personen, im Verhältnis zu den Räumen so, eine ganz klare irgendwie Bildsprache, die sich durch alle Bilder irgendwie durchzieht, dass es da in diesem Fall bei einem Buch natürlich irgendwie auch, glaube ich, unsinnig wäre, irgendwie mit verschiedenen Formaten zu arbeiten. Also gerade bei dem Buch schafft es die Stringenz, weil das wirklich die Qualität, die die Bilder in der Form haben, irgendwie betont, irgendwie so auch. Und das finde ich gerade bei dem Buch so, dass sie einen größer haben sollten. Bei anderen ist es ganz anders. Irgendwie so. Okay, ja. Ja, mach's doch. Das würde mich nämlich jetzt nochmal auch interessieren. Du bewirbst dich ja jetzt für eine Mitgliedschaft bei der DFA, richtig? Ich habe gehört, das ist so, wenn man hier ein Vorher... Genau. Jetzt meine Frage zurück. Was sind deine Erwartungen an die Akademie? Das ist jetzt wie wenn man zu so einem Vorstellungsgespräch kommt und sehr schlecht vorbereitet ist und dann so überlegt und so sagt, ich habe einen guten Lebenslauf. Austausch über Fotografie, über andere Perspektiven. Ich fand das jetzt hier auch mit den Vorträgen sehr spannend. Ich bin sehr in meiner Bubble unterwegs. Ich bin sehr viel mit Dokumentarfotografie beschäftigt, arbeite beruflich auch nur journalistisch, habe sonst keinerlei Berührungspunkte mit auch den Diskursen, die dort stattfinden, und hoffe ich mir, ein bisschen mehr von dieser Welt mitzukriegen und auch für meine Arbeit da was mitzunehmen. Okay, ja, absolut. Ja, vielen Dank für den tollen Vortrag und ich glaube, es gibt jetzt wieder eine kurze Pause, oder? Wir müssen noch